Der Mensch, der es wagt, eine Stunde Zeit zu verschwenden, hat den Wert des Lebens noch nicht erkannt. Die höchstmögliche Stufe der moralischen Kultur erreichen wir, wenn wir erkennen, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können. Es überlebt nicht der Stärkste oder Klügste, sondern derjenige, der sich am besten an Veränderungen anpassen kann. Das stärkste Unterscheidungsmerkmal des Menschen von Tieren ist das moralische Gefühl oder das Gewissen. Und seine Herrschaft drückt sich in dem kurzen, aber mächtigen und äußerst aussagekräftigen Wort muss aus. Gehe niemals eine Freundschaft mit jemandem ein, den du nicht respektieren kannst. Der Mensch neigt dazu, stärker zu wachsen, als seine Lebensmittel reichen. Die Entstehung des Lebens auf der Erde nur durch Zufall zu erklären, ist so, als würde man die Entstehung eines Wörterbuchs durch eine Explosion in einer Druckerei erklären. Es gibt nichts Unausstehlicheres als Untätigkeit. Sicherheit wird häufiger durch Unwissenheit als durch Wissen erzeugt. Für diejenigen, die die Unsterblichkeit der menschlichen Seele voll und ganz anerkennen, erscheint der Untergang unserer Welt nicht so schrecklich. Ich glaube, dass alles, was auch nur einigermaßen wertvoll ist, was ich gelernt habe, durch Selbstbildung erworben wurde. Die Fähigkeit zu erröten ist das charakteristischste und menschlichste aller menschlichen Merkmale. Je mehr wir die unveränderlichen Gesetze der Natur erkennen, desto unglaublicher werden für uns Wunder. Gespräche über Ruhm, Ehre, Vergnügen und Reichtum sind im Vergleich zur Liebe schmutzig. Die Freiheit des Denkens wird am besten durch die allmähliche Aufklärung der menschlichen Geister unterstützt, die aus dem Fortschritt der Wissenschaft folgt. Es stirbt nur das Schwache und Schwächliche. Das Gesunde und Starke geht immer als Sieger aus dem Kampf ums Dasein hervor. Selbstsüchtige und unfreundliche Menschen können sich nicht zusammenschließen und ohne Zusammenhalt kann wenig erreicht werden. Es besteht kein Zweifel, dass wenn eine Art einen Vorteil gegenüber einer anderen hat, sie diese in kurzer Zeit ganz oder teilweise verdrängen wird. Sind jedoch beide gleich gut an ihre Bereiche angepasst, werden wahrscheinlich beide für fast jede Zeit ihre Plätze behalten. Ein moralisches Wesen ist jemand, der über seine vergangenen Handlungen und deren Motive nachdenken kann. Einige billigen und andere missbilligen. Das Studium der Naturgeschichte und der Geologie wird die Entwicklung der Beobachtungsfähigkeiten fördern. Die Liebe zu allem Lebendigen ist das edelste Attribut des Menschen. Die Ideen des Menschen wie sein Herz sind Veränderungen unterworfen. Das moralische Gefühl entstand ursprünglich aus sozialen Instinkten. Da soziale Instinkte für die Art höchst vorteilhaft sind, wurden sie aller Wahrscheinlichkeit nach durch natürliche Selektion erworben. Der Wilde denkt nur an soziale Tugenden. Tugenden, die den Einzelnen betreffen, werden erst auf einer späteren Stufe erworben. Das freie Ausdrücken von Emotionen verstärkt sie. Wenn ich daran denke, wie heftig ich von Kirchenvertretern angegriffen wurde, scheint es komisch, dass ich selbst einmal die Absicht hatte, Priester zu werden. Wir haben aufgehört, unter dem Bett nach Monstern zu suchen, als wir erkannten, dass sie in uns sind.
Mitfreude ist ein viel selteneres Geschenk als Mitleid mit fremdem Leid. In der menschlichen Gesellschaft sind einige der schlimmsten Neigungen, die plötzlich ohne ersichtlichen Grund in der Familie auftauchen, möglicherweise ein Rückfall in einen primitiven Zustand, von dem wir nicht durch viele Generationen getrennt sind. Das Erfinden einer besseren Mausefalle führt einfach dazu, dass die Mäuse schlauer werden. Keine Ursache hat so viel Leid und Krankheit verursacht wie der Missbrauch von alkoholischen Getränken. Die Wählerischkeit des Weibchens ist fast ein ebenso festes Gesetz wie die Leidenschaft des Männchens. Das Vorhandensein von Intelligenz fördert oft das Überleben. Wenn das Unglück der Armen nicht durch die Gesetze der Natur, sondern durch unsere Einrichtungen verursacht wird, dann ist unsere Sünde groß. Ein moralisches Wesen ist jemand, der über seine vergangenen Handlungen und deren Motive nachdenken kann, einige billigen und andere verurteilen. Trotz all seiner edlen Qualitäten trägt der Mensch in seinem Körper die unauslöschliche Prägung seiner niedrigen Herkunft. Auch Menschen, die keine Genies sind, können den Rest der Menschheit überlisten, wenn sie bestimmte Denkgewohnheiten entwickeln. Wir zögern immer, signifikante Veränderungen anzuerkennen, deren Zwischenschritte wir nicht bemerken. Das durch Alkoholkonsum verursachte Übel übersteigt die Leiden, die die Menschheit durch Pest, Hunger und Krieg zusammen erleidet. Tiere, die wir zu unseren Sklaven gemacht haben, betrachten wir nicht als unsere Gleichen. Das Gewissen ist in uns ebenso vorhanden wie die sozialen Instinkte bei niederen Tieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir und sie fast dasselbe sind. Einige der großen Entdeckungen, die die Wissenschaft vorangebracht haben, können als leicht bezeichnet werden. Jedoch nicht in dem Sinne, dass sie leicht zumachen waren, sondern dass sie, einmal gemacht, von jedem leicht verstanden werden können. Ein Affe, der einmal vom Brandy betrunken war, wird ihn nie wieder anrühren. In dieser Hinsicht ist der Affe wesentlich klüger als die meisten Menschen. Wie erniedrigend ist der langsame Fortschritt des Menschen. Der Mann übertrifft die Frau in der Tiefe des Denkens, der Kraft der Vorstellung, der Vernunft und erreicht mit seinen Sinnesorganen und in der Geschicklichkeit der Hände eine höhere Vollkommenheit als sie. Wenn die Natur ihnen lügen kann, wird sie lügen. Die verschiedenen Menschenrassen wirken offenbar aufeinander ein, ähnlich wie verschiedene Tierarten. Der Stärkere vernichtet immer den Schwächeren. Groß ist die Kraft der ständigen Verdrehung von Fakten. Ein kluger Mensch verbirgt im Umgang immer drei Dinge: seine Ambitionen, die das Vertrauen zu ihm zerstören könnten, seine Ängste, die ausgenutzt werden könnten, und seinen Reichtum, der Gegenstand von Neid und Gier werden könnte. In meiner Kindheit habe ich oft absichtlich Unsinn erfunden, nur um die Menschen um mich herum zu überraschen. Wissenschaft besteht in einer solchen Gruppierung von Fakten, die es ermöglicht, auf ihrer Grundlage allgemeine Gesetze oder Schlussfolgerungen abzuleiten. Ohne Zweifel fürchtet sich ein schüchterner Mensch davor, Aufmerksamkeit zu erregen, aber man kann kaum sagen, dass er Angst hat. Er kann sich im Kampf heldenhaft tapfer verhalten und dabei doch nicht selbstsicher in Kleinigkeiten und in Anwesenheit anderer Menschen sein.